Noch steht im Springerbecken im Pirnaer Geibelbad das grüne Wasser aus dem Vorjahr. Schon bald sollen Besucher das kühle Nass, mit sicherem Abstand zueinander, aber wieder genießen können. Mit den sinkenden Inzidenzen laufen die Vorbereitungen für die anstehende Badesaison. Rund 5 Wochen nimmt das in Anspruch. Das Wasser der Vorsaison bleibt ja drin. Viele Ansammlungen, Laub fällt rein, Umweltschmutz fällt rein. Es bilden sich auch mineralische Ablagerungen an den Beckenwänden. Das wird dann mit einem recht hohen Reinigungsaufwand wieder beseitigt und schick gemacht. Auch diese Einströmkanäle müssen dann jedes Jahr geöffnet und gereinigt werden. Es ist alles ja doch sehr zeitaufwendig und deswegen brauchen wir auch diese Vorbereitungszeit von mindestens 4 bis 5 Wochen. Ende Juni soll das Geibelbad seine Tore wieder öffnen. Aufgrund der Pandemie rund einen Monat später als gewöhnlich. Etwas mehr als 800 Besucher werden im Geibelbad erlaubt sein. Um diesen ein möglichst sicheres Badeerlebnis zu gewähren, werden noch weitere Schutzmaßnahmen ergriffen. Im vergangenen Jahr haben wir diese Besucherzahl nur an 2 Wochenenden erreicht, wo Gäste auch mal warten mussten. Ansonsten sind wir mit der Zahl ganz gut über die Saison gekommen. Im Verhältnis Jahre davor hatten wir natürlich auch Wochenenden, wo mal 1500, 1800 Leute das Freibad besucht haben. Aber vergangenes Jahr wurden diese Zahlen halt nicht erreicht. Um für diese rund 800 Besucher ein möglichst sicheres Badeerlebnis zu gewährleisten, werden noch weitere Schutzmaßnahmen ergriffen. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sieht das Hygienekonzept im Freibad nicht vor. Im Hygienekonzept ist erstmal vorgeschrieben, dass wir wieder eine Trennung machen im Zugang und auch beim Verlassen des Bades, dass auch im Gastronomiebereich hinten im Kiosk Absperrgitter stehen, also für die Bestellung und für die Abholung von Speisen und Getränken. Wir haben dann auch eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, je nachdem, die den ganzen Tag dann damit beschäftigt ist, rumzugehen, Türklinken, Handläufe, alles, was der Badegast anfasst, Toilettenbrillen zum Beispiel auch immer rundherum zu desinfizieren. Durch mehr Bademeisterinnen und Bademeister als gewöhnlich soll die Einhaltung der Hygienemaßnahmen besser kontrolliert werden. Betreten werden darf das Bad nur, wenn man geimpft, genesen oder kürzlich negativ getestet ist. Für Letzteres wird direkt vor dem Geibelbad eine Möglichkeit geboten. Wir denken, dass wenn ein Test erforderlich ist, wir gut aufgestellt sind, dass wir ja seit kurzem auf unserem Parkplatz ein Testzentrum haben vom DRK. Dann bekommt jeder Badegast zum Beispiel ein Armband an der Kasse ausgehändigt. So ist dann die Zahl auf diese 834 beschränkt. Wenn die Bänder alle sind, dann muss der Gast für sich entscheiden, ob er wartet oder ob er wieder geht. Wenn die Gäste dann das Bad verlassen, sammelt die Kassiererin an der Kasse im Vorbeigehen die Bänder ein. Die werden in eine Desinfektionslösung gelegt und stehen dann für die wartenden Gäste oder für die neuen Gäste dann zur Verfügung. Gut gerüstet für die zweite ungewöhnliche Saison in Folge startet das Geibelbad Pirna in den Sommer. Jetzt fehlen nur noch die Badegäste, steigende Temperaturen und etwas Sonne.